Hallo, mein lieber Krebs. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und habe jetzt die Legung für dich für den September 2024. Wir schauen uns die Informationen an, hier in dem großen Kartenbild mit den Lennys. Die Informationen zu den Karten findest du in dem Link unter diesem Video. Ebenso findest du da einen Link zu einem Video, weil dieses jetzt eine Erweiterung bekommt ab sofort. Und zwar kannst du in den Mitgliederbereich auf YouTube reinkommen und ich werde alle Sternzeichen-Videos, die ich veröffentliche, ab sofort mit dem Mitgliederbereich von YouTube verbinden und du hast da die Möglichkeit, dann die Partnerlegungen anzuschauen für das jeweilige Sternzeichen. Wenn du das möchtest, es ist kein Muss. Ja, wir schauen uns das Ganze an. Die Kurzzusammenfassung werde ich ans Ende dieses Videos packen. Und da wird es nochmal einen Überblick geben. Okay, wir starten auch sofort mit der unterliegenden Energie für deine Legung hier. Und das ist der Fuchs. Der Fuchs, da geht es um etwas Falsches, um etwas, was du prüfst. Vielleicht auch das Thema schlau sein. Wir schauen uns das gleich mal genauer an. Und der Fuchs hat auch immer den richtigen Riecher für den richtigen Zeitpunkt für etwas. Ja? Du, mein lieber Krebs, liegst hier in der weiblichen Hauptperson dargestellt, dein Gegenüber in der männlichen Hauptperson dargestellt. Natürlich kannst du ein Mann sein und dein Gegenüber eine Frau. Die Konstellation, die sich hier mir gleich darstellt, du hast mit einigen Dingen zu tun, die damit einhergehen, dass etwas Altes losgelassen werden darf. Eventuell geht es bei dir auch um eine andere Frau, dass du von einer anderen Frau Nachrichten bekommst, von zwei Frauen sogar, wenn ich genau hinschaue. Und es geht um das Thema häusliche Veränderungen, und zwar 3 bis 5, die anstehen gerade. Denn ich habe hier eine schicksalshafte Investition in etwas, was mit der Öffentlichkeit zu tun hat, mit Kunden zu tun hat, was mit einem Event zu tun hat. Und da kommt auch ganz überraschend etwas rein. Kundentechnisch, wie gesagt, oder es ist ein Event. Gleichfalls habe ich hier auch die Thematik liegen, dass eventuell ein Event abgesagt werden muss. Eine Veranstaltung kann es sein, ein Treffen kann es sein, was auch immer. Du weißt, es ist eine allgemeine Legung, deswegen schau genau hin, was es bei dir ist, ob das Ganze mit dir in Resonanz geht. Und ich kann auch immer empfehlen, mal in der Mitte des Monats reinzuschauen, ob denn die Legung tatsächlich mit dir resoniert. Das heißt, hier kommen plötzliche Sachen. Vielleicht musst du auch etwas absagen, umplanen, weil hier eine neue Inspiration reinkommt. Irgendwas, was deine kompletten Pläne erstmal auf den Haufen schmeißt, über den Haufen schmeißt. Das kann mit der Familie zu tun haben und wie gesagt, das könnte auch mit einem Umzug zu tun haben, der ganz überraschend hier Thema wird. Dein Gegenüber schaut hier in diese Hand hier und die Hand finde ich immer sehr spannend in diesem Kartenbild, denn hier geht es darum, Verantwortlichkeiten bezüglich einer Familie, eines Hauses für einen Neuanfang auszusortieren. Ich habe hier zum einen den Kummer damit liegen, ja, mit einer Veränderung, die zukünftig Thema ist oder wird bei dir. Und das hat mit dem Thema Stabilität und Sicherheit zu tun oder dass du hier innerhalb der Familie etwas neu machst. Von einer neuen Wohnung über irgendwas, was eben im privaten Bereich ist.
beziehungsweise dein Gegenüber. Ich habe hier eher den Gegenüber liegen, der da reinschaut und damit ein Thema hat. Ich habe hier auch so dieses Gefühl, dass irgendwas nicht glückt oder dass das Glück jetzt eine Herausforderung ist. Dieses Gefühl kannst du haben, dieses Gefühl kann auch dein Gegenüber haben. Jedoch habe ich zwar... das Kleeblatt ist auch immer etwas, was in Kürze anzeigt. In Kürze ist hier eine Herausforderung, einem Freund Vertrauen zu schenken oder Vertrauen zu haben, dass etwas an der richtigen Zeit ist, dass eine Veränderung an der richtigen Zeit ist. Und dieses Gefühl, dass du kein Glück hast, das wird sich verändern. Denn, und die Konstellation ist eigentlich sehr schön, weil die Sense ja auch dadurch diese Gefühlsblockade, also diese Glücksgefühlsblockade, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wegnimmt, ja. Und das finde ich sehr, sehr positiv hier. Das Ganze geht vielleicht auch um das Thema, dass du zu Hause arbeiten willst, dass du irgendetwas vorhast, deine Arbeit, eine Selbstständigkeit ins Haus legen möchtest, ja. Du arbeitest hier auch an wichtigen Entscheidungen, an Entscheidungen, die mit dem Thema Geld zu tun haben. Das kann auch sein, dass die Entscheidung oder die Lösungsfindung mit dem Thema zu tun hat, was entweder dich betrifft oder einen Bruder. Das kann hier auch gut möglich sein. Und da wird noch aussortiert. Ich sage ja, der Fuchs ist ja eine Karte, die auch immer dafür steht, dass etwas geprüft wird. Gleichfalls kann es sein, dass du hier Herausforderungen hast mit einem Tier oder mit Tieren oder wie gesagt mit Freundinnen, ja, dass du da ein bisschen aussortierst und noch im Zwiespalt bist, und das kann natürlich die Herausforderung sein, dass du das Gefühl hast, irgendetwas glückt gerade nicht. Wie gesagt, das wird sich ändern, ja. Der ein oder andere kann hier tatsächlich auch den Freundeskreis auf die Probe stellen, ja, und gucken, ob denn die Freunde hier, vielleicht bist du ein bisschen im Zwiespalt, weil sich dir der Freundeskreis verändert und sich Freunde nicht melden oder einfach jetzt sich eben auch verändern. Was ich ebenso hier habe, mein lieber Krebs, ist, dass das Vertrauen in einen Wandel, in einen Umzug, in eine Veränderung, die auf privater Ebene stattfindet, schwierig ist, sagen wir es mal so. Denn ich habe hier das Vertrauen, also zwei Sachen, die mit Sicherheit hier jetzt wichtig sind, wertvoll sind, die allerdings für dich noch in dem Bereich zu finden sind, wo du noch keine Klarheit hast, wo du noch keinen Zugriff drauf hast. Das heißt, du hast hier Beziehungen, die du noch nicht kennst, die liegen hier schon, die kommen in dein Leben, ja. Das, wie gesagt, es sind zwei Frauen hier. Da ist auf jeden Fall eine positive Veränderung angezeigt. Was ich ebenso hier habe, etwas Negatives mit einer Firma, einer Behörde, da kommt auch eine positive Veränderung rein. Das ist angezeigt, dass hier irgendwie ein Stillstand war und irgendwas Negatives mit den positiven Veränderungen und den Gesprächen hier. Sehe ich aber, dass eine Diskussion über über einen vergangenen Plan, kann das sein, oder über etwas, wo man viel Vertrauen reingesetzt hat in einen Plan, dass da sich auch etwas verändert, ja. Die Konstellation kann auch sein, dass hier eine
Veranstaltung erstmal abgesagt wird. Das habe ich ja schon gesagt. Wenn das so ist bei dir, dass es wirklich eine Veranstaltung ist, dann sagt aber die Konstellation, dass in Kürze hier vermutlich was Besseres kommt. Denn der Storch ist für mich immer der Hinweis auf eine Veränderung, auf eine Verbesserung auch, ja. Gerade weil er auch noch im Klee liegt. Das heißt, in Kürze kommt hier eine Verbesserung und die kann komplett unerwartet kommen. Die wird unerwartet kommen, mit Sicherheit. Die Kommunikation, mein lieber Krebs, liegt hier ein bisschen, also du darfst ein bisschen gucken, wie du kommunizierst. Die Unklarheiten hier auf Herzebene und die Kommunikation über, also lass dir mal ein paar Optionen mehr offen, wenn ich mir das hier so anschaue. Denn ich habe den Eindruck, dass das Universum hier noch einen ganz anderen Plan hat, von dem du gerade noch nichts weißt. Und da klärt sich auch etwas, da klärt sich was in Beziehungen, da sind auch erfolgreiche Beziehungen angezeigt, die es nötig machen, dann auch klar zu kommunizieren. Und diese Klarheit wird reinkommen. Der ein oder andere von euch hat vielleicht tatsächlich auch mit einem Ex-Partner zu tun und hier klärt sich etwas auf Herzebene. Durch Gespräche, von denen du jetzt noch nichts weißt, ja. Und der ein oder andere von euch, der sollte ein bisschen vorsichtig sein, was er wann wem sagt. Denn ich habe hier gerade mit dem Ex-Partner auch so ein bisschen das Thema drinnen, dass der vielleicht ein bisschen irgendwas ausplaudert. Was dir vielleicht dann nicht so dienlich ist, sagen wir es mal so. Diese 3 bis 5 Dinge, die du hier verantwortungsvoll regeln darfst, regeln wirst, die sind auf jeden Fall wertvoll und sichern dich für die Zukunft auch ab. Ja, hier kommen wirklich auf jeden Fall wertvolle Dinge in dein Leben. Es geht vielleicht auch um das Thema, jemanden zu beschützen. Und deswegen bist du hier am Aussortieren. Es kann hier um Kinder gehen. Es kann hier um Tiere gehen. Es kann um einen privaten Bereich gehen. Um etwas sicher, Safety zu machen, ja. Wertvolle Entscheidungen, da habe ich 2, die hier anstehen, wegen dem Geld oder eben bezüglich eines Bruders, eines jüngeren Mannes. Und hier ist der richtige Zeitpunkt wichtig, der richtige Zeitpunkt, um etwas festzumachen, der richtige Zeitpunkt, an dem gearbeitet wird. Also du arbeitest auf irgendwas hin, habe ich hier den Eindruck, um etwas in den Erfolg zu bringen. Die Mondkarte im Haus der Sonne ist für mich der absolute Erfolg, ja, der hier gerade angestrebt wird, sage ich mal, indem du etwas loslässt, denn das ist die Karte, beziehungsweise dein Gegenüber hier etwas loslässt. Ich bin schon ganz gespannt, wenn wir in die Erweiterung gehen, was hier, ich werde einen Teil für dich legen, einen Teil fürs Gegenüber und wir schauen uns die Sache dann nochmal ganz genau an und auch, was die verbindenden Elemente sind. Das Glück, was hier so ein bisschen verzögert reinkommt oder das Glück, was hier mit einer Veränderung zu tun hat, das wird sich vermutlich erst später zeigen, ja, denn einmal, das ist gleich nochmal die Bestätigung, irgendwie glaubst du, dass etwas nicht glückt. Und das kann natürlich auch mit dem Thema Selbstständigkeit zu tun haben, denn da habe ich eine große Firma liegen, die jetzt schicksalshaft ist und da wird eine Frau Thema sein oder es gibt ein paar Komplikationen und Umwege für dich.
die du hier noch regeln darfst, sage ich jetzt ganz platt mal, die einfach noch angeguckt werden müssen. Oder ich habe so den Eindruck, dass es eher so dieser zeitliche Ablauf ist von dem Plan. Wann mache ich wie was? Ja, das kommt mir hier ganz doll rein. Diese zeitliche Struktur, etwas zu planen. Und da sollst du Vertrauen haben in deine Intuition. Das liegt hier auch etwas, wie du es von Herzen gerne haben möchtest. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch, dass hier geprüft wird, was du möchtest und was du nicht möchtest. Dann habe ich hier eine Reise. Ich habe hier Verhandlungen, wichtige Verhandlungen liegen mit einer höher gestellten Person. Das kann ein Richter, ein Notar sein. Hey, das kann aber auch jede andere Person sein, die einfach eine gewisse Macht hat, innerhalb einer Institution, sage ich mal, ja, eine Behörde, eine Firma. Und das kann ein Notar sein, ein Richter sein, das kann aber auch zum Beispiel ein Steuerberater sein, wäre genauso möglich. Und da ist etwas zu regeln. Noch okay, ich sehe gerade, wir haben den Storch und den Fuchs hier in der Kombination. Sagt mir das immer, dass es klug wäre, noch etwas zu verändern. In der Kombination habe ich den Eindruck, dass du schon was veränderst, weil hier ist mir angezeigt, dass ein Konflikt auch abgeändert wird. Und in der Kombination ist so dieser richtige Zeitpunkt das Thema, der wichtig ist, um etwas zu festigen. Ich habe hier auch gerade so reinbekommen, dass du gewisse vertragliche Themen hier besprichst und da ein gewisser Einfluss da ist mit oder der durch Bücher, Dokumente oder ein Wissen, was noch reinkommt, Thema wird. Ja. Ein altes Wissen habe ich hier auch liegen. Also vielleicht hast du eine gewisse Erfahrung aus deinem früheren Leben, die du jetzt anwendest, um etwas für die Zukunft neu zu kreieren. Denn das sind Dokumente, die mit der Arbeit zu tun haben. Ein paar wenige von euch haben tatsächlich vielleicht mit Auslandsdokumenten zu tun, weil hier im Ausland eine Möglichkeit geschaffen werden soll, eine Wohnmöglichkeit, oder du hast eine Familie, die im Ausland ist. Und da ist irgendwas unklar. Da sind ein paar Sachen, die noch zu prüfen sind. Verantwortlichkeiten. Wer wann was macht. Gerade mit dem Thema Hilfe und Unterstützung. Da fallen mir so Sachen ein, wie mit Eltern zum Beispiel. Oder das kann natürlich auch Kinder betreffen. Und da soll es einen Neuanfang geben. Da wird es auch ganz überraschend einen Neuanfang geben, und ich habe den Eindruck, dass eben diese Person hier wichtig ist. Wenn es auch eine gewisse Herausforderung ist, ich habe den Eindruck, es kann eine Herausforderung sein, an ein gewisses Wissen zu kommen. Ja, das kann tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung sein. Ein Wissen zu erlangen, damit du die nächsten Schritte einleiten kannst und die nächsten Entscheidungen treffen kannst. Denn die Karte sagt mir, dass du in der Entscheidungsfindung bist. Ihr wisst ja, die Labyrinthkarte ist bei mir immer so, du bist noch auf der Lösungssuche. Weil sonst, wenn du schon weiter fortgeschritten wärst, dann wäre die andere Wegekarte drinnen. Und ich habe den Eindruck, dass sich hier wirklich ganz plötzlich überraschend geniale Lösungen finden lassen.
Wenn es mir auch sagt, dass die Thematik, bis du dahin kommst, ein bisschen anstrengend wird. Was ich hier auch noch habe, ist, dass du mit Freunden viele Themen besprichst, die eine Herausforderung sind. Das kann jetzt bei dem Freund sein, das kann aber auch bei dir oder bei deinem Gegenüber sein, weil es hier ziemlich zentral drinnen liegt. Und natürlich auch mit dem Thema Haus und Familie, privaten Umfeld. Also ich sehe hier, dass gigantisch viel los ist und mir fällt gerade die Überschrift von der Halbjahreslegung ein mit dem Chaosmanager. Genauso fühlt sich das hier an, dass du ein Stück weit entweder ein Chaos bei dir im Umfeld oder in deinem privaten, persönlichen Bereich managst oder vielleicht auch im Außen bei Eltern, bei Freunden. Einiges ist, was hier noch im Umbruch ist und geklärt wird. Ich habe hier eine große Firma, die hier tatsächlich Klarheit reinbringen kann durch Nachrichten. Da klärt sich auf jeden Fall etwas. Diese große Firma ist schicksalshaft, beziehungsweise steht diese Firma genauso wie der Turm hier für das Thema Selbstständigkeit. Und der ein oder andere von euch, der jetzt sagt, okay, ich habe mit dieser Thematik nichts zu tun, da kann es einfach auch um das Thema Trennung gehen, Rückzug gehen. Hier geht ein Rückzug zu Ende. Ja, du gehst jetzt nach außen, ein Rückzug endet, eine Einsamkeit endet. Irgendwas, das hat dir auf jeden Fall auch Kummer gemacht. Vielleicht hast du sehr zurückgezogen gelebt von deiner Familie und das ist eines. Das andere kann aber auch sein, dass ein Rückzug da ist, der gewisse Kümmernisse verursacht. Und das kann dann auch wieder Thema sein, weil hier eine Distanz da ist. Diese Distanz wird hier vorübergehend enden. Also hier ist richtig viel los. Das Thema Zukunft, das Thema Ungeduld habe ich ja auch liegen, dass so ein bisschen Ungeduld da ist mit Plänen bezüglich eines Umzuges. Das ist hier ebenfalls ein Thema, dass irgendwas nicht schnell genug, nicht flott genug vorangeht. Also ich habe wirklich den Eindruck, mein lieber Krebs, dass es hier unfassbar stark darauf ankommt, diesen richtigen Zeitpunkt zu erwischen, etwas nach außen zu bringen und zu überlegen, wie du das nach außen bringst. Ein Plan darf hier auch nochmal überdacht werden. Da habe ich den Eindruck, dass es, wie gesagt, das können Tiere sein, das können Freunde sein, dass dein Gegenüber hier schon wirklich auch überlegt, das richtig zu machen. Den Freundeskreis zu überprüfen oder dieses Vertrauen, das Thema des Vertrauens in sich, also dieses Thema der Selbstliebe habe ich hier auch liegen. Einem Prozess zu vertrauen, einer Arbeit zu vertrauen, etwas, woran du arbeitest, Vertrauen schenken, ja. Denn ich sehe schon, dass hier der Kummer mit der Zukunft auch ist oder der irgendwas, was Geduld braucht, irgendwie. Kann es hier auch mit einer Lernaufgabe zu tun haben oder es sich ein Wissen anzueignen, innerhalb von Beziehungen, innerhalb von Partnerschaften oder bei Verträgen und Möglichkeiten. Gewisse Kreisläufe kann das auch betreffen. Kreisläufe heißt einfach, dass du Sachen dann immer wieder wiederholst, anschaust und wieder neu prüfst für dich. Ein bisschen habe ich nämlich den Eindruck, dass man sich hier unter Druck gesetzt fühlt von
etwas, was man lernen möchte. Gleichzeitig kann es auch sein, dass es hier um Gesprächsthemen geht, um Kommunikationsarbeit. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass du eine Sprache lernen möchtest. Es kann sein, weil das hier absolut darauf hindeutet. Es kann auch sein, dass du hier gewisse Vorgehensweisen lernen möchtest und dann Routinen entwickelst, die mit der Arbeit zu tun haben. Ich sehe hier auch, dass hier ganz plötzlich ein Vertrag aufgelöst wird. Ein Vertrag, von dem, also irgendwas, wovon du auch noch nichts weißt. Und genauso habe ich aber auch den Eindruck, dass hier eine plötzliche ein Vertragsabschluss stattfinden kann. Weil sich ja diese Unklarheiten hier, wie gesagt, dann erledigen. Ja? Also, es ist wieder sehr interessant, was ich hier alles lese und deute für dich. Ich habe so, wenn du Lust hast, folge mir jetzt gerne in die Erweiterung. Dazu kommst du, wenn du in den Mitgliederbereich auf YouTube gehst. Und ich freue mich, dich da zu sehen. Für alle, die nicht dahin kommen wollen, mache ich nochmal eine Kurzzusammenfassung. Im Monat September wird es darum gehen, positive Veränderungen einzuleiten, Schwierigkeiten zu beenden, damit etwas Neues kommen kann. Du prüfst hier ganz viele Sachen und es geht um das Thema Loslassen. Loslassen von Dingen, die dir nicht mehr dienen. Ja? Dinge, die du verändern willst, dann auch in die Veränderung zu bringen, auch wenn du noch nicht weißt, ob es die richtigen Veränderungen sind. Geh hier einfach nach deinem Gefühl, nach deinem Herzen und vertraue darauf, dass es richtig, wichtig und gut wird. So, ihr Lieben, danke für euer Zuschauen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss oder bis gleich.